Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Abonnenten. Heute gibt es nochmal ein Video. Und zwar geht es heute um, wenn ich ihn finde, muss ich schauen, ob ich das finde, ob ich die finde, die Tiere. Ich weiß nicht, ob ich sehe. Aber ich habe hier viele verschiedene Legehennen, ein paar Rassehühner, ein paar sogenannte Soda-Hühner. Und einen Vorwerkhahn. Eigentlich hatte ich jetzt gerade gedacht, so ich mache das Vorwerk-Rasse-Video spezial. Aber dann habe ich mir überlegt, ich habe ja auch andere Hühner, dann mache ich es einfach so. Ich zeige euch alle Rassen und erzähle euch zu allen, wo ich habe so ein bisschen was. Und ich habe ja auch so Mischlinge, wie zum Beispiel hier unser weißer Hahn. Der ist eine Mischung aus Sussex und Weindotte. Das hier ist unsere einzige Zwergweindotte. Mit der fange ich an. Unsere Zwergweindotte ist wahrscheinlich von 2019, ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall einen grünen Bundeszüchterring und die ist eine sehr gute Bruthenne, auch wenn sie sehr klein ist oder wenig Eier legt. Sie ist wichtig für uns, wenn wir mal wieder Küken brauchen, weil sie eine sehr gute Bruthenne ist. Dann habe ich verschiedene Legehennen, wie zum Beispiel hier diese Leghorn-Weißhenne. Leghorn-Weißhühner sind jetzt diese Hybridhühner. Viele verwechseln die Leghorn-Weißhühner auch mit Italienerhühner. Wobei ich sagen muss, das ist nicht ganz abwegig, weil die sind schon ein wenig verwandt, aber es gibt reine Leghorn, es gibt auch gemischte Leghorn. Diese Henne ist halt ein bisschen zerzaust, weil die sehr gerne getreten wird. Daneben haben wir noch eine andere Hybridhenne. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für eine Henne ist. Viele sagen Bovan Schwarz oder Bovan Black. Ich kann es nicht genau sagen, welche Art das ist. Nur an der Henne kann ich ein ganz gutes Beispiel nehmen. Das hier scheint eine Lieblingshenne von einem unserer zwei Hähne zu sein. Warum? Wegen den Flügelhoppala. Weil auf den Flügeln hier hat das Huhn rote Flecken und es kommt immer, wenn der Hahn drauf geht zum Klettern. Nochmal schnell zu unserem Mischlingshahn. Wir haben ja dieses Zwerghuhn und das brütet sehr gerne. Und weil dieser Hahn eine Mischung aus Weindotte ist und Sussex, und ich habe mir schon überlegt, wenn die mal brütet, möchte ich irgendwann mal Nachwuchs von meiner Weindotte. Dann möchte ich irgendwann mal einen Nachwuchs von meiner Weindotte haben, weil wir auch einen Weindottenhahn haben. Hier vorne seht ihr zum Beispiel die Mutter, die zu dem Hahn gehört, und zwar unsere Sussex-Henne, Amanda. Sie ist auch eine Hybrid-Henne, wobei ich sagen muss, es gibt da auch verschiedene Rassehühner. Es gibt auch Rasse-Sussex. Und ich will mir ja eigentlich neue Hühner holen, eigentlich Rassehühner. Nur weiß ich nicht welche, weil die ganzen Hühner hier sind ja ziemlich ruhig vom Temperament her und so. Und es geht ja auch und deswegen weiß ich nicht, welche Art. Aber jetzt nochmal weiter, denn ich habe euch noch nicht meine Soda-Hühner gezeigt, auf die ich sehr stolz bin. Hier hinten seht ihr unseren Zweithahn. Das ist ein Vorwerkhahn. Und die Vorwerkhühner sind sehr lebhaft. Das merkt ihr, wenn man da hingeht. Der Vorwerkhahn sehr hektisch und so. Sehr lebhaft, ein schöner Hahn. Hier noch eine blaue Königsbergerin, die älteste, wo wir bisher haben. Lohmann Braunhenne, dazu sage ich was. Hier hinten seht ihr unsere Soda-Hühner. Denn ich habe ja mal Küken ausgebrütet und da war es dann so, ich wollte unbedingt das hier zum Beispiel auch, ein Junghuhn von der Zwergweindotte, Ella, Ronja. Und hier ist Fleckchen. Fleckchen ist auch ein sehr schönes Soda-Huhn. Bei ihr weiß ich nicht, wer von ihr die Mutter ist. Das kann ich nie genau sagen. Ella zum Beispiel ist eine Mischung aus Weindotte und noch irgendwas, das weiß ich nicht. Aber sie hier ist eine Mischung aus Hybrid-Maranhuhn und wahrscheinlich noch irgendwas, ich kann es nicht sagen, weil wo wir die Küken hatten, da war der Hahn und jetzt rauft der Vorwerkhahn schon wieder mit dem anderen Hahn. Ich sag nochmal zum Vorwerkhahn. Vorwerkhühner sind sehr lebhaft, brauchen viel Platz. Vorwerkhühner haben nichts mit der Staubsaugerart Vorwerk zu tun, sondern kommen vom Züchter Oskar Vorwerk. Die Rasse war auch mal bedroht. Sie ist jetzt zwar wieder sehr beliebt, aber die Rasse war auch schon mal sehr bedroht und es ist halt so, dass die Rasse, ich mag die Rasse einfach, ich hatte auch mal Vorwerkhuhn, die sind sehr groß, die gibt es auch in einer Zwergvariante, aber die Vorwerkhühner da vorne sind sehr lebhaft,
Was aber auch sehr gut ist, weil wenn ich jetzt den Zweithahn nicht hätte, bräuchte ich keine neuen Hühner. Aber dadurch, dass ich ja den Althahn habe und den Vorweghahn und immer wieder mein Huhn stirbt, habe ich gesagt, möchte ich jetzt 3 neue Hühner, damit das Verhältnis wieder stimmt. Denn das Verhältnis sollte schon... Scheiße. Das Verhältnis sollte schon stimmen. Hennen und Hähne. Man sollte, wenn man jetzt zum Beispiel 2 Hähne hat, besonders groß, kräftig, die sehr viel treten, sollte man genug Hennen haben, damit die sich nicht alle beschädigen oder dass die Hähne raufen, wie ihr wisst. Ja, dann erzähle ich nochmal was zu meiner Lohmann-Braunhenne. Das sind ja alles generell viele Hybridhühner, aber diese Lohmann-Braunhühner, wo ihr seht, sind die bekanntesten Hybridhühner, die es gibt. Und daneben seht ihr unsere blaue Königsbrüderin. Zu der sage ich erstmal, das ist bisher unsere älteste Henne. Wir hatten früher, das ist Honey, unsere Königsberger. Und die ist bisher die älteste. Warum habe ich dennoch so viele Hybridhühner, wenn ich doch eigentlich Rassehühner möchte? Das liegt daran an ein paar Gründen. Erstens, Rassehühner sind nicht so billig, das ist klar. Aber es ist so, Rassehühner, sie haben auch viel mehr Aufwand. Und ich hätte gern ein paar Rassehühner. Aber es muss nicht sein. Ich will halt jetzt nur erstmal, eigentlich wollte ich ja Rassehühner, aber jetzt muss ich mir wahrscheinlich erstmal 3 neue Hühner am Wochenende bald mal holen. Weil unser Hahn ist ja so, die 2 Hähne da, die streiten sich um die Hähne, um andere Hühner. Und deswegen ja, unsere Zwergweihendottenhenne ist ja die einzige, wo so klein ist. Das macht aber nichts, weil sie ist, für sie hätten wir uns eigentlich überlegt, eine Zwerghenne zu holen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe das Gefühl, unser Fleckchen hier oder auch Ella sind 2 Zwerghühner, vor allem Fleckchen. Sie ist für ein normales Huhn zu klein, legt aber schon Eier. Und es ist ja jetzt erst August, aber wenn dann September ist, werden Ella, Fleckchen, Ronja und der Vorweghahn 1 Jahr alt. Meinen Laufenden, wie ihr seht, geht es auch gut. Das sind zum Beispiel Sophia, Daisy und Mona hier, 3 indische laufenden Weibchen. Vom Farbschlag eine forellenfarbig, die eine forellenrehfarbig gescheckt. Jetzt gucken wir noch schnell nach die anderen Tiere. Denn auch da gibt's einiges. Meine Schafe haben jetzt hier eine Wiese bekommen, damit die Schafe dann mit meiner Schafe halt hier nochmal Wechselweide hat. Und hier zeige ich sie nochmal kurz. Ganz ruhig. Hier zum Beispiel, wer ist das? Was war das? Naja, das ist Rocky da hinten. Dann haben wir hier Rambo und da haben wir Bambino. Ich kann die unterscheiden, die 2, weil Rocky ist viel mehr schwarz und so. Und Bambino ist mehr bräunlich. Und die haben hier einen alten Stall. Das war früher ein anderer Stall. Den habe ich hier aufgebaut mit so einer alten Kuhmatte, damit die Schafe schön Unterstand haben, wenn es regnet. Ja, im Herbst lasse ich sie oben zu die Hühner. Als Greifvogelschutz und denen geht es soweit auch gut. Die haben hier noch Flächen, wo sie abfressen können. Denn die kommen halt damit nicht zurecht, weil das so viel Grünflächen sind. Und ja, meinen Hühnern geht es soweit aber auch allen gut. Den ganzen Hühnern geht es aber auch gut. Und ja, es ist jetzt so, dass meine Hähne oder meine Hühner generell gerade nicht so wirklich viel machen. Die Enten, glaube ich, legen schon gar nicht mehr, weil die haben ja auch immer sehr früh angefangen. Die würden gerade gar nicht mehr so Eier legen, denke ich mal, oder wenig Eier. Ist gut, Vorwerk. Ich bin gerade am... Unser Dieter ist eben so laut. Der wird im September 1 Jahr alt, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht für die Zucht nehmen kann, weil er ja keine Vorwerkhennen hat und ich gerne Vorwerkhennen hätte. Werde ich mir erstmal keine holen, weil, oder vielleicht doch, weiß ich noch nicht. Aber ich muss mal schauen wegen dem Preis. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist mindestens 3 neue Hühner. Welche Art, das weiß ich noch nicht. Hier seht ihr nochmal unsere verschiedenen Hühner. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall, ich möchte auch irgendwann in Zukunft, das habe ich aber auch schon ehrlich gesagt schon lange vorgehabt, verschiedene Rassehühner holen wollen. Aber wie gesagt, das Problem war halt bisher immer, dass wenn ich Rassehühner hatte, dann hat ein Huhn immer 20 Euro gekostet und für 20 Euro hätte ich meistens 2 gekriegt. Und wenn ich 3 Hühner haben will, dann ist das immer schwierig. Deswegen schaue ich immer, dass ich bei den Rassehühnern, was halt schwierig ist, schaue ich halt immer, dass ich vielleicht so ein Huhn erwische,
wo der Züchter sagt, das Huhn kostet jetzt so 15 Euro oder so, also über bis 20 Euro wäre zu teuer pro Huhn, deswegen muss ich halt gucken, wie es weitergeht. Aber mein Traum wäre es, auf jeden Fall für den Vorweghahn mindestens eine Vorweghenne zu haben, vielleicht auch zwei. Dann möchte ich irgendwann in der Zukunft auch, dann möchte ich in der Zukunft irgendwann auch Araukaner holen, Rassehühner. Maranhühner weiß ich nicht, ob es da Rassehühner gibt, weil es gibt auch sehr viele Hybrid-Maranhühner. Das ist das, was ich nie so wirklich traue. Ach ja, hier habe ich noch Huhn vergessen. Das ist zum Beispiel unsere Sperberhenne. Und ja, ansonsten schaue ich gerade nach Eier. Hier ist ein bloßer Gipsei, hier ist auch ein Plastikei. Ey, die hackt gleich noch, aber die hat auch nur ein Plastikei drunter, dann lasse ich nicht mehr in Ruhe. Plastik, keins, gut. Futter haben sie noch und ich möchte halt eigentlich bestimmte Rassen, lebhafte, aber auch ruhige Rassen, wie zum Beispiel, ich möchte auf jeden Fall mal Araukaner-Hühner holen. Nicht nur wegen der Eierfarbe, weil die Eier von den Araucaner-Hühnern so dunkelgrün sind, sondern auch, weil mich die Rasse einfach interessiert. Schöne, schwanzlose Hühner und einfach nur toll. Dann möchte ich auf jeden Fall noch Vorweghühner haben, eine mindestens für den Hahn und Maranhühner auch, weil es sie auch viele verschiedene gibt. Dann möchte ich aber auch so lebhafte Rassen haben, wie zum Beispiel, wie heißen die eine Rasse da, keine Ahnung. Ein paar Weindotten, die ruhig sind, dann brauche ich noch ein paar andere lebhafte Rassen. Ich will halt bunten Hühnerhof aufmachen, aber es kommt alles mit der Zeit. Ja, somit kennt ihr jetzt meine Tiere alle wegen, meine ganzen Hühner und so. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann schreibt mir gerne Kommentare, was ihr von der Idee haltet, welche Rasse Hühner zu mir passen, von allen Rassen, die ihr kennt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!